Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. Das ist jetzt Folge Nummer 4 und in der letzten Folge haben wir Diamanten gefunden und das bedeutet, wir können eine Diamantspitzhacke bauen und damit können wir Obsidian abbauen und das wird auch das Thema dieses Videos sein, denn mit Obsidian können wir einen Verzauberungstisch bauen und wir können auch ein Höllenportal bauen und das sind so die beiden Sachen, die wir heute vorhaben, in die Hölle zu gehen und zu verzaubern. Und um das Ganze zu machen, brauchen wir erstmal die Diamanten, die hier irgendwo sein müssten. Und dann können wir uns nämlich die Diamantspitzhacke, wie gesagt, bauen. Und damit können wir uns dann Obsidian holen. Und das brauchen wir halt jeweils für ein Höllenportal natürlich. Und auch für einen Verzauberungstisch. So, und dann machen wir uns das mal ganz schnell hier. Zack. So, und dann können wir auch schon direkt in die Höhle gehen. Und uns mal ein bisschen Obsidian holen. Ich nehme nochmal einen Wassereimer mit. So, weil mit... Also Obsidian entsteht dann, wenn Wasser quasi auf eine Lavaquelle drauf fließt. Und das können wir zum Beispiel hier machen. Und ihr seht, hier ist kein Obsidian, aber wir haben Lava. Und wenn ich darüber jetzt Wasser gieße, dann entsteht hier Obsidian. Und das wollen wir haben. Und das dauert super lange abzubauen. Ihr seht schon, ich habe eine Diamantspitzhacke. Das ist die beste im Spiel, theoretisch. Und es dauert immer noch so lange, um die abzubauen. Das ist echt der Wahnsinn. So, und wenn wir das haben, haben wir auch schon Obsidian. Wundervoll. So, wir brauchen insgesamt dafür, wenn wir einen Enchanting Table, also einen Verzauberungstisch, und ein Höllenportal bauen möchten, brauchen wir 10 Obsidian. Für das Höllenportal und dann nochmal 4 dazu für den Enchanting Table. Das bedeutet, wir brauchen insgesamt 14 Obsidian und ich würde sagen, die farme ich jetzt hier mal. Ich habe jetzt 14 Obsidian abgebaut und das bedeutet, wir können jetzt damit anfangen, das Höllenportal zu bauen und auch den Verzauberungstisch. Was wir für den Verzauberungstisch allerdings auch noch brauchen, sind einen ganzen Haufen Bücher und dafür brauchen wir dementsprechend ziemlich viel Zuckerrohr und auch eine ganze Menge Leder. Und das wird so das nächste sein, was wir uns jetzt gleich mal vornehmen quasi, dass wir hier ein bisschen mehr Leder bekommen. Dafür müssen wir nämlich ein paar Kühe killen und 12 haben wir immerhin schon, das ist jetzt nicht so besonders viel, aber Zuckerrohr haben wir dafür schon einiges, das ist schon mal ein guter Anfang zumindest. So, und dann haben wir schon mal ein paar Bücher immerhin, ist ja mal ein Anfang und jetzt zeige ich euch mal, wie man einen Verzauberungstisch craftet. Und zwar brauchen wir dafür 2 Diamanten, links und rechts, ganz nach oben kommt dann ein Buch, die müssen noch hier irgendwo, achso, hab ich die gerade nicht gesehen im Inventar, okay. Ja, bin ein bisschen verplant, so. Und dann machen wir hier 4-mal Obsidian hin und dann haben wir den Verzauberungstisch. Und das Höllenportal, da muss ich mir jetzt auch noch überlegen, wo wir das hinbauen am besten. Wir könnten es eigentlich hier in die Höhle bauen, das wäre, glaube ich, ganz cool. Dann können wir da später so einen coolen Eingang dazu machen und so weiter. Ja, würde ich sagen, machen wir dann direkt mal hier hin. Und das zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Man kann verschiedene Größen vom Höllenportal tatsächlich machen. Das ging früher zwar nicht, aber mittlerweile geht das. Aber das Standard-Höllenportal, sage ich mal, ist einfach so, dass man hier unten 2 Blöcke hat, dann 3 Blöcke darüber frei, dann nochmal 2 Blöcke und dann machen wir links und rechts nochmal so eine Dreiersäule. Dann haben wir quasi ein Höllenportal, da müssen wir jetzt mit einem Feuerzeug einmal Rechtsklick drauf machen und dann ist es quasi entzündet. Und ich würde sagen, ich gehe da gleich rein, erstmal schmeiße ich aber den ganzen wichtigen Stuff weg, nicht dass ich da irgendwie direkt getötet werde in der Hölle. Das wäre natürlich richtig doof. So, und jetzt können wir mal vorbeischauen in der Hölle, mal gucken, wo wir da spawnen. In die Hölle müssen wir nämlich tatsächlich auch nochmal ein bisschen, um halt da ein bisschen zu erforschen. Und ich möchte auch mein kleines Starterhaus tatsächlich aus Quarz bauen. Das ist ein Rohstoff, den es quasi nur in der Hölle gibt. Und dementsprechend müssen wir hier jedoch einiges abbauen. Ja, und gleichzeitig ist Quarz auch ziemlich gut dafür, um tatsächlich auch zu verzaubern, denn das gibt sehr viel XP, wenn man es abbaut. Ich kann euch das mal zeigen. Der Shader in der Hölle sieht ja auch ein bisschen komisch aus, ne? Aber hat irgendwie was. So, also davon haben wir zum Beispiel Quarz, das fliegt hier überall rum, das sind diese weißen Dinger. Und wenn wir die abbauen, dann kriegt man nämlich zum einen eben Quarz, was ziemlich cool ist, und zum anderen halt eine ganze Menge XP. Ihr seht schon, wie viel das gibt. Und, da ist schon direkt ein Geist, der auf uns schießt. Das ist natürlich richtig gut, oh mein Gott. Also wenn der jetzt das Höllenportal ausschießt, dann haben wir nämlich ein Problem, weil dann ist es aus, quasi, und ich habe leider kein Feuerzeug dabei. Das bedeutet, dann sind wir gefangen, was nicht so cool ist. Ja, ich versuche den jetzt mal irgendwie abzuwehren. Man kann diese Feuerbälle tatsächlich zurückschießen. Habala. Und ihn damit töten, das versuche ich hier die ganze Zeit, aber klappt nicht so gut, weil ich habe auch keinen Bogen dabei. Oder? Ne, habe ich echt nicht. Oh mein Gott. Das ist hier ein Kampf um Leben und Tod. So, ich könnte ihn jetzt, glaube ich, killen. Oh, einen Schlag habe ich schon mal bekommen. Ich bin ziemlich low und ich komme nicht ran. Das ist ja jetzt eine kritische Situation hier. Wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer wieder raus? So, okay, das ist immer so knapp, ihn zu treffen. Oh, der sieht gut aus. Ne, okay, sieht nicht gut aus. So, muss man schnell was essen, damit ich hier wieder Leben regenerieren kann. So. Gucken, ob ich ihn jetzt töten kann, wenn er runterfliegt. Aber er fliegt nicht dicht genug zu mir. Das ist ja blöd. Jetzt könnte ich vielleicht das Ding zurückschießen auf ihn. Und ich treffe. Oh mein Gott, das war richtig gut. Super.
Und wir haben sogar hier noch ein bisschen Schwarzpulver bekommen, was auch ziemlich nice ist. Und das Achievement auch noch. Ja, das Problem ist, in der Hölle kann man nämlich teilweise auf offenem Feld spawnen, so wie hier gerade. Also hier habt ihr ja überall die Möglichkeit, dass irgendwelche Geister kommen. Und dann solltet ihr auf jeden Fall entweder ein Feuerzeug dabei haben, damit ihr das halt wieder anmachen könntet zur Not. Oder ihr baut halt direkt irgendwie ein kleines Häuschen drumherum und das werde ich, glaube ich, machen. Aber wir suchen jetzt erstmal, wie gesagt, die Kühe, weil die sind erstmal wichtiger. Wir wollen ja auf jeden Fall verzaubern. So, und erstmal gehe ich hier nochmal schnell pennen. Und es ist jetzt halt die Frage, oder wir wissen ja aus den letzten Folgen zumindest, wo halt noch Kühe sind. Und jetzt halt die Frage, ob ich die halt einfach töte oder ob ich sie herlocke. Oder ich könnte sie auch da lassen. Ich könnte da ein Loch buddeln und sie dann da vermehren. Weil wir brauchen halt doch schon eine ganze Menge Leder. Und wenn ich die jetzt alle töte hier in der Nähe und das nicht reicht, das wäre natürlich richtig blöd, weil dann müssen wir ja ultra weit laufen, um nochmal welche zu finden. Dementsprechend würde ich sagen, fange ich die einfach da ein, wo sie sind. Die waren ja irgendwo da hinten. Und dann nehme ich nochmal ein bisschen Weizen hier mit, damit wir die auch paaren können direkt. So, okay, das war es schon vom Weizen, auch nicht schlecht. Aber wir können nochmal das Zuckerrohr hier ernten, weil das brauchen wir auch eine ganze Menge für die Bücher nachher. Weil man braucht ja für den Verzauberungstisch, da muss man drumherum Bücher bauen. Das habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt gehabt. Ich habe mal so ein Tutorial gemacht zum Verzaubern. Und die sind sogar Kürbisse schon gewachsen, das ist ja cool. Ja, da hatte ich sogar genau gesagt, wie viel Leder man braucht. Das wäre natürlich cool, wenn ich das jetzt auswendig wüsste, weil dann könnte ich ja gucken, wie viele Kühe da sind und gegenrechnen, aber weiß ich leider nicht auswendig. Das wusste ich nur in dem Video. Ja, ich würde sagen, wir suchen jetzt auf jeden Fall die Kühe. Und dann hoffen wir mal, dass wir einen ganzen Haufen Kühe finden. Das wäre ziemlich cool. Also ich glaube, hier irgendwo waren die. So, schwimmen wir mal schnell hin. Ich finde auch tatsächlich die Farben, die der Morgen von Minecraft hat, auch ziemlich cool. Mit diesem Pink-Orangen, den man dann noch am Horizont sieht. Das finde ich richtig nice. Und ich glaube, da vorne irgendwo waren die Kühe. Wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall waren Hühner und Kühe gleichzeitig. Und hier sind schon mal die Hühner. Und dahin ist eine Kuh. Also werden wohl die anderen Kühe auch hier sein, hoffe ich mal. Joa. Dann hoffen wir mal, dass es viele sind. Ansonsten fange ich die hier ein und laufe noch ein bisschen rum und kill dann die anderen Kühe, die ich finde. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das meistens mache. Also meistens buddel ich einfach ein Loch, was halt zwei Blöcke mindestens tief ist. Weil die können ja einen Block hochspringen, aber zwei Blöcke halt nicht. Und dann fange ich da meistens die Viecher einfach ein. Und stelle dann noch so einen Block hin, damit ich halt selber rausspringen kann. Werde ich euch mal zeigen, wie ich das meine. Also wenn ich jetzt nämlich hier einen Block hinstelle, dann können die Kühe da zwar auch rauf, aber die sind halt nicht in der Lage, da rauszuspringen. Und dementsprechend sind sie dann da halt gefangen, aber ich kann jedes Mal rein und raus. Und das ist halt ziemlich gut. Jetzt logge ich mal die Kühe hier rein einfach. Die beiden paare ich schon mal. Und dann die Kuh kann da auch rein. Die schubse ich da einfach mal rein. Und dann haben wir hier noch mehr Kühe. Hühnchen haben wir auf jeden Fall, aber Kühe sieht nicht so aus irgendwie. Na gut. Dann gehe ich jetzt mal auf die Suche und da vorne ist eine Kuh, halt. Das ging ja schnell. Und jetzt werde ich nochmal ein paar Kühe killen und hoffen, dass ich so irgendwie ans Leder komme, was ich brauche. Ich bin jetzt noch ein bisschen rumgelaufen, aber habe leider kaum Kühe gefunden. Und ich habe jetzt mal zusammengecraftet, was ich konnte und ich habe jetzt 5 Bücherregale. Ja, ist jetzt noch nicht so viel. Was jetzt mein Plan ist, ist tatsächlich die hier einfach immer zu vermehren, bis ich hier genug habe. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, fange ich denn hier einfach nochmal ein paar von den Vögeln ein. Also ein paar Hühnchen. Ja, was anderes bleibt mir nicht so wirklich über. Ich bin jetzt in jede Richtung schon ein paar Mal gelaufen. Und habe abgesehen von der ersten Kuh, die wir hier hatten, habe ich noch einmal Kühe gefunden. Das waren 4 Stück. Und ja, da habe ich insgesamt dann auch nochmal 2 Leder bekommen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Das ist halt nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass man halt am Anfang nicht alles töten sollte. Das habe ich ja auch irgendwie so ein bisschen gemacht. In der Steppe hier habe ich einfach alles gekillt. War vielleicht ein bisschen unnötig tatsächlich. Ja, aber, na, wir haben ja immer noch Kühe, von daher irgendwann sollte das funktionieren, dass wir hier, auf jeden Fall genug Leder haben. Und solange ich darauf jetzt warte, würde ich sagen, laufe ich hier einfach nochmal ein bisschen rum und gucke, ob ich hier was finde. Und falls ich was finde, melde ich mich, ansonsten, ja, vermehre ich jetzt nochmal die Kühe ein bisschen. Ich habe tatsächlich noch was Cooles gefunden, und zwar waren hier in dem Wald irgendwo noch Hunde, und das würde ja bedeuten, dass wir unseren Hund, den wir schon haben, paaren können. Und dann hätten wir auf jeden Fall schon mal unendlich Hunde quasi. Und hier sind sie auch wieder. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die 4 Knochen reichen. Und ja, weil den ersten haben wir schon mal. Und hier war, glaube ich, noch einer. Oh, hier sind sogar noch mehrere. Okay, mal gucken, ob... Oh, den kriegen wir auch noch. Das ist richtig cool. Jetzt können wir die auch direkt schon mal paaren. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Und zwar braucht ihr dafür irgendein Fleisch und eben 2 Hunde. Ist das der Hund? Ja, genau. Und dann macht ihr einfach Rechtsklick auf die Hunde. Und dann können die sich paaren. Und dann haben wir noch einen Babyhund dazu. Und den einen Hund hier, den wir nicht mehr mitnehmen können, leider. Oh, hier sind sogar noch 2. Und was hier auch noch ist, sind Pferde, und zwar weiße Pferde. Das sind so, finde ich, die coolsten Pferde. Leider habe ich war gerade nochmal in der Base übrigens, und leider habe ich noch keinen Sattel gefunden in der Mine. Das bedeutet, wir können die Pferde leider noch nicht mitnehmen. Aber wenn wir das auf jeden Fall haben, dann schnappen wir uns hier das weiße Pferd
Und da unten habe ich gerade noch eine Kuh gesehen, die holen wir uns natürlich auch. Weil wir sind ja immer noch theoretisch auf der Mission Leder finden. Und dementsprechend hoffen wir mal, dass die hier ein bisschen Leder droppen und nicht nur Fleisch. So, ja, wunderbar. Oh, hier habe ich sogar echt Leder bekommen, 2 Stück. Nice. Und den kriegen wir auch nochmal und haben auch nochmal Leder. 3 Stück, das bedeutet, wir können schon wieder ein ganzes Regal bauen, was natürlich richtig cool ist. Aber meistens sind es ja eigentlich mehr Kühe. Ich gucke hier nochmal ein bisschen rum, vielleicht finde ich ja noch was. Aber ansonsten müsste ich auch eigentlich bald mal wieder Richtung Haus laufen, weil es ja schon wieder Nacht wird. Wobei eigentlich könnte ich auch noch ein paar Skelette killen vielleicht, damit ich noch mehr Hunde zähmen kann. Wobei ich dafür natürlich riskieren würde, dass die Hunde sterben im Kampf quasi, im Fight. Ja, ich glaube, ich laufe sonst lieber nach Hause einfach, weil irgendwie Kühe sehe ich hier auch nicht mehr. Da laufen wir bei den anderen Kühen, die wir schon gefangen haben, mal vorbei. Da vorne sind doch Füchse, das ist ja cool. Können wir später auch nochmal einfangen. Da gibt es nämlich auch so eine Möglichkeit, wie man die halt fangen kann. Aber sonst laufen wir jetzt erstmal, wie gesagt, zu den Kühen und gucken, ob wir die nochmal paaren können. Und die Hühnchen natürlich auch. Dafür müsste ich nur nochmal ein bisschen Dings hier vielleicht sammeln, noch ein paar Samen. Oder Körner vielmehr. So, mal gucken, ob ich hier noch was kriege. Ne, sieht nicht so aus. Weil Hühner sind theoretisch auch eine richtig gute Möglichkeit, um Essen zu bekommen. Weil es auch ziemlich viele einfache Farmen gibt, wie man halt gebratenes Hühnerfleisch direkt bekommt. Das werden wir dann später auch mal machen, weil dann brauchen wir nämlich die ganzen Felder und so nicht so groß bauen. Weil wir halt diese automatische Farm von den Hühnern dann haben. Und hier vorne müsste das, glaube ich, irgendwo sein, wenn ich mich nicht verirrt habe. Ich glaube, da hinten war das. War da noch irgendwo? Ich glaube, es waren Schafe, die hier noch waren. Ja, ist echt ein bisschen mau hier, was so die Kühe angeht. Wahrscheinlich habe ich die echt am Anfang einfach alle gekillt, die hier gespawnt sind. Ja, ein bisschen blöd, aber was soll man machen, ne? So, wir schnappen uns jetzt nochmal die Körner, gucken, ob wir die hier paaren können. Ne, können wir noch gar nicht, okay. Dann können wir die Kühe auch nicht paaren, aber ihr seht schon, ein paar haben wir schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. Und mein anderer Hund müsste hier auch noch irgendwo sein. Der hat es nämlich nicht geschafft, hier rüber zu schwimmen irgendwie. War da nicht schlau genug zu. Ich muss mal gucken, wie viele Hunde laufen mir da gerade hinterher. So, gar keiner. Doch, da sind schon mal 2, 3, glaube ich. Ne, 2 nur. Okay, dann haben wir auf dem Weg hier schon mal wieder einen verloren. Na gut, ich bringe die beiden jetzt erstmal hier nach Hause. Und dann gucken wir mal weiter. Hier ist, glaube ich, noch ein Ei. Yep. Ja. Oh, da ist noch einer. Oder ist der jetzt groß geworden? Nee, okay, 3 Stück haben wir. Okay. Das sollte ja erstmal genügen. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier zu Tode langweilen, während wir darauf warten, dass wir die Kühe vermehren können, gehen wir erstmal in die Hölle und erkunden da ein bisschen weiter. Weil das mit den Kühen, das, keine Ahnung, das dauert halt so lange, das mache ich dann lieber irgendwie offscreen mal. Und ich würde sagen, das erste, was wir hier schon mal machen, ist gucken, ob hier irgendwo ein Geist ist, aber es sieht ja gerade ganz gut aus. Dann bauen wir hier schon mal so ein kleines Häuschen darum, damit wir hier halt nicht das Problem haben, dass hier immer wieder irgendwelche Viecher kommen. Weil das ist halt super nervig, so. Dann würde ich sagen, bauen wir hier erstmal so einen Kasten drumherum, einfach mit Cobblestone irgendwie, damit wir hier einigermaßen unbeschadet rumlaufen können. Dann machen wir hier so eine kleine Base hin auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, fange ich schon mal an, hier ein bisschen Quarz zu sammeln, weil wir ja daraus das Häuschen bauen wollen. Und das müsste eigentlich jetzt bald mal kommen, am besten nächste Folge direkt. Ich glaube, ich mache es auch in der nächsten Folge, weil, keine Ahnung, wir haben jetzt schon hier sonst 5 Folgen ohne Haus, das ist ein bisschen komisch. Aber wir haben dafür tatsächlich schon eine ganze Menge anderes Zeug gemacht, was ja auch ganz gut ist. So, zum Beispiel haben wir hier jetzt unser Höllenportal relativ gut gesichert. Und dann würde ich sagen, mache ich hier noch ein paar Kisten hin und sowas. Und dann laufen wir mal ein bisschen durch die Hölle und suchen uns ein bisschen Quarz zum Bauen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Quarz ich dafür brauche. Also es soll nicht so ein großes Haus werden, es soll nur so ein Standardhaus werden quasi. Oder so ein, wie nennt man das, so ein Starterhaushalt. Aber besser zu viel als zu wenig. Ne, wäre ja blöd, wenn wir dann zwischendurch aufhören müssen und dann nochmal irgendwie was suchen. Dementsprechend werde ich jetzt hier erstmal gut ein bisschen was suchen und das ist ja auch ganz gut, weil dadurch kriegen wir, wie gesagt, Level und wir wollen ja verzaubern und dementsprechend wären da so ein paar Level nicht schlecht. Dann können wir auch noch mehr Diamanten suchen und so weiter und uns eine gute Ausrüstung schon mal machen. So, und ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir machen dann hier mal eine Tür hin. Und ich mache mal hier schnell eine Crafting Bench in die Ecke. Zack, dann machen wir uns eine Tür. Hier machen wir eine hin, dann machen wir auf die andere Seite nochmal eine. Und irgendwo machen wir noch eine hin. Einfach hier nochmal hin. Dann sind wir die Türen auch wieder los. Und dann schnappen wir uns nochmal hier die Kisten. Platzieren wir hier nochmal. Und was wir hier rein tun, ist auf jeden Fall ein Feuerzeug. Damit wir im ganz schlimmen Notfall hier tatsächlich nochmal rauskommen. Und das ganze Zeug hier brauchen wir eigentlich nicht mehr gerade. So. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Und wobei, ich glaube, ich brauche doch Cobblestone. Ganz einfach, damit man sich hier orientieren kann. Weil ihr seht schon, man kann hier echt nicht weit gucken. Und was ich dann immer mache, ist, dass ich einfach, solange wie ich mein Haus sehen kann,
Laufe ich einfach und wenn ich es irgendwann nicht mehr sehen kann oder gerade nur noch so, zum Beispiel hier, dann mache ich hier einfach so einen Cobblestone, eine Cobblestone-Säule hin quasi, damit ich dann immer zurückfinde. Weil jetzt zum Beispiel sehe ich mein Haus zwar nicht, aber ich sehe halt die Cobblesäule und dann weiß ich, wenn ich dahin laufe, sehe ich dann auch mein Haus wieder. Einfach damit ich zurückfinde. Und hier haben wir auch direkt Quarz, das hole ich mir auch mal schnell. Und ihr seht schon, wie viel XP man einfach dadurch bekommt. Und Quarz ist halt auch super schnell und einfach zu farmen, weil man es halt immer sieht. Also ja, super offensichtlich und da kann man halt einfach hinlaufen und sich das holen. Und ihr seht schon, das spawnt auch in riesigen Vorkommen quasi. Da kriegt man dann schon eine ganz schöne Menge an Leveln. Und ja, eine ganze Menge Level brauchen wir ja auch, wenn wir jetzt später hier alles verzaubern wollen. So. Und dann würde ich sagen, suche ich hier einfach ein bisschen Quarz und dann gucken wir mal, was ich noch so finde hier. Zum Beispiel ist hier, glaube ich, direkt, ja okay, hier ist direkt so ein Meer aus Lava. Was natürlich auch cool wäre, wäre, wenn wir so eine Festung finden. Ja, aber erstmal brauchen wir die sowieso nicht, aber auf jeden Fall irgendwann brauchen wir sie. Und wäre natürlich nice, wenn hier irgendwo in der Nähe eine wäre. Da könnte man auch eine ziemlich gute XP-Farm tatsächlich bauen mit den Lohen, also mit den Blazes. Habe ich auch schon ein Tutorial zugemacht übrigens. Aber ich will euch mal in dieser Reihe will ich euch so ein bisschen zeigen, wie man halt die Tutorials auch tatsächlich anwendet im Spiel. Weil immer so die Tutorials ist ja schön und gut, aber jetzt sieht man nochmal, wie man es dann halt wirklich machen kann, so praxisnah quasi. Ja, und hier vorne sieht es noch richtig gut aus nach Quarz. Hier ist ja überall welches. Ich würde sagen, ich farm einfach ein paar Stacks und dann schauen wir mal weiter. Da ist wieder ein Geist. Der hat mich hier gerade abgeschossen, während ich abgebaut habe. Und ich weiß nicht, ob der nochmal schießt. Sonst baue ich ihn nämlich erstmal wieder ab. Schnell in Deckung gehen. Die Viecher sind natürlich super nervig, ne? Und ich glaube, ich brauche unbedingt bald mal einen Bogen, damit wir denen auch mal was anhaben können. Weil ihr habt ja gesehen, wie der Kampf eben war. Das war ja nicht so angenehm irgendwie. Ich bin jetzt auch schon Level 30 und ich glaube, der sieht mich nicht. Dann könnte ich ja hier nochmal hinterlaufen, ohne dass er mich sieht und hier noch ein bisschen was abbauen. Ja, nur ein kleines Update. So, ich habe jetzt die nächste Spitzhacke auch schon fast kaputt. Und da ist einfach schon wieder ein Geist. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Dann kann ich nämlich hier nochmal ein bisschen Quarz mitnehmen. Wir haben schon eine ganze Menge Quarz eigentlich. Das müsste erstmal zumindest reichen. Das wird, glaube ich, nicht fürs ganze Haus reichen, aber dann muss ich halt nochmal herkommen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gleich keinen Spitzhack mehr. Deswegen mache ich hier nochmal die Tür zu und laufe jetzt mal wieder zurück lieber. Achso, die Eier kann ich auch nochmal mitnehmen. So, und dann würde ich sagen, kümmern wir uns halt nochmal ein bisschen weiter um die Kühe. Wird zwar nicht so spannend, ich werde das auch rausschneiden, keine Sorge. Aber wir wollen ja auf jeden Fall noch was verzaubern in dieser Folge. Theoretisch können wir drei Sachen gut verzaubern. Und das will ich natürlich auch machen. Ich muss mal gucken, was wir hier haben. Also wir haben eine Spitzhacke, die wir auf jeden Fall verzaubern können. Ich könnte noch ein Schwert und eine Schaufel auf jeden Fall machen. Das mache ich, glaube ich, auch. Mache ich jetzt. Und was dann natürlich auch noch cool wäre, wäre ein Bogen. Und wir haben sogar genug Strings dafür. Das ist auch sehr gut. Das bedeutet, wir craften uns das jetzt einmal schnell hier alles. Ja, eine Schaufel kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Ein Schwert kann man auf jeden Fall auch immer gebrauchen. So, und natürlich auch einen Bogen. Das wären so die Sachen, die ich gerne verzaubern würde. Und darum werden wir uns dann gleich mal kümmern. Erstmal gehe ich jetzt aber hier mal pennen und ich brauche auch mehr Kissen langsam. Ja, das Ding ist, beim Quarz halt, ich will ja nur ein kleines Haus bauen zum Glück, aber man braucht halt super viel, weil aus 4 Stacks von dem Quarz kann man halt ein Stack Quarzblöcke nur machen. Das ist halt super wenig. Ja, also es wird, also ich weiß noch nicht genau, wie ich das Haus bauen möchte. Aber ich glaube, ich werde es dann halt nicht nur aus Quarz bauen, sondern auch so Holzelemente wahrscheinlich machen einfach. Damit wir einfach ein bisschen Quarz sparen. Weil wir ja noch nicht so vermögend sind, dass wir uns jetzt hier alles mit Quarz zupflastern können. Hier vorne haben wir noch ein bisschen davon. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und ansonsten würde ich sagen, laufe ich jetzt zu den Kühen, vermehre die immer noch ein bisschen. Und dann sehen wir uns, wenn wir genug Kühe haben. So, ich habe jetzt nochmal eine ganze Zeit lang weitergespielt. Ich glaube, das war über eine Stunde. Und ich habe jetzt hier einen ganzen Haufen Kühe und hier haben wir noch ein paar Kühe, damit ich die jetzt hier alle umbringen kann und die hier halt überleben. Und ich habe in der Zwischenzeit hier noch ein bisschen was angebaut, damit ich halt einfach gleich schon mal genug Ressourcen habe. Und auch die Hühner habe ich ein bisschen vermehrt, nur damit ihr mal hier den aktuellsten Stand habt. Und jetzt bin ich da schon reingefallen. Aber ich würde sagen, ich kill die jetzt alle mal und hoffe einfach mal, dass das dann genug Leder sein wird. Ich weiß gar nicht genau, wie viel ich brauche. Wir werden gleich einfach mal gucken, wie viel ich dann habe. Dann schauen wir mal, ob das reicht für den Verzauberungstisch. Wäre ziemlich blöd, wenn nicht, weil dann... Na, ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. So. Und da sind natürlich auch noch ein paar Kälber drin, aber die sind leider zur falschen Zeit am falschen Ort quasi. So. Dauert hier alles ein bisschen länger. Na, wobei, die kann ich jetzt am Leben lassen, weil die geben sowieso kein Leder. Und Leder habe ich jetzt bekommen. 14 Leder. Ich bin hier eine Stunde AFK gewesen, habe jetzt 14 Leder. Das ist natürlich absolut nice. Ich guck mal, wie viel wir daraus kriegen. 4 Stück. Okay, das... hoppala, habe ich falsch gemacht, so rum.
Das reicht natürlich nicht. Ist ja blöd. Ja, ich würde sonst sagen, wir verschieben das sonst nochmal auf die nächste Folge, weil, wie gesagt, ich war jetzt hier einfach 2 Stunden auf Couch. Ich habe jetzt hier eine Aufnahme, die insgesamt 2 Stunden geht und war davon hier irgendwie 1 Stunde lang auf Couch, habe immer mal wieder gefüttert und wir haben jetzt nur 9 Bücherregale. Das macht dann insgesamt Level 18 und theoretisch bräuchten wir jetzt noch 6 Stück. Ja, aber die Kühe hier, das dauert irgendwie voll lange. Ich habe keine Ahnung, ob das immer so lange dauert. Na, wird's wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, stellen wir den da jetzt nochmal hin. Aber verzaubern jetzt nicht mehr, sondern machen das dann einfach in der nächsten Folge und da werde ich dann jetzt noch ein bisschen auf Karte rumstehen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eigentlich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr eigentlich schon mal was in die Kommentare schreiben. Und zwar Hashtag Kühe, würde ich sagen. Und ja, das ist ja echt blöd gelaufen, dass ich am Anfang so viele umgebracht habe. Hätte ich die direkt gepaart, dann wäre das Ganze natürlich ein bisschen besser gelaufen. Aber ja, ich habe hier auf jeden Fall auch schon den Platz mir überlegt, wo das Ganze hin soll. Und zwar soll es hier hin mit Blick zum Dorf dann später. Und wir können das ja einfach schon mal hinstellen. Dann schauen wir mal, wie das Ganze schon mal funktioniert. Und ihr seht schon, das ist jetzt eine relativ magere Ausbeute tatsächlich für so lange. Wir können jetzt... So, sorry, da hat er uns jetzt nochmal gebellt. Nee, also wir können jetzt insgesamt schon mal auf Level 18 verzaubern. Das ist schon mal ein Anfang. Aber wie gesagt, die anderen werden wir uns jetzt noch holen. Und dann würde ich sagen, verzaubern wir sonst direkt am Anfang von der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge werde ich dann, wie gesagt, das Häuschen bauen. Und dafür brauchen wir auch noch Quarz. Das muss ich auch noch farmen. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Und ciao.